Hallo. Ja, ihr habt ja sicher auch die Rede von Klima Greta gehört und die hat mich ja so richtig aufgerüttelt. Ja, und vieles, was die Klima Greta da prognostiziert, das ist ja bereits wahr, ne? Darüber berichtet die größte deutsche Zeitung, der Spiegel. Der Spiegel berichtet nämlich über die Folgen des Klimawandels, die also schon eingetreten sind. In Kanada hat der Klimawandel schon riesige Schäden angerichtet. Große Teile der Getreideanbaugebiete sind zerstört worden. Das gleiche Lebensmittelproblem haben wir in den USA. Bereits seit vielen Wochen herrscht dort Trockenheit und diese Trockenheit gefährdet jetzt die gesamte Getreideernte und die gesamte Sojabohnenernte. In Indien, Pakistan und Sri Lanka, da haben Unwetter große Teile der Ernte vernichtet. Außerdem sind 15 Millionen Menschen obdachlos geworden durch diese Stürme. Wir wissen ja alle, die Extremwetterereignisse nehmen zu. Ja, also nicht nur die Dürren und die Trockenheit wie in Kanada, USA und so weiter, sondern auch die Stürme und die Starkregenereignisse. In Thailand, Burma, Vietnam und im brasilianischen Amazonasbecken haben sich die Böden in Ödland verwandelt. In verschiedenen Teilen der Erde, zum Beispiel in Japan und in Peru, das ist in Südamerika, da haben sintflutartige Regenfälle große Landesteile überflutet. Aber auch bei uns schlägt der Klimawandel voll zu. In Norddeutschland haben wir die dichteste Sturmflutfolge seit 50 Jahren. Wir haben also sechs Sturmfluten in nur 5 Wochen gehabt. In Niedersachsen hat ein Orkan, das war der heftigste Orkan seit einem Jahrhundert, große Teile von Niedersachsen verwüstet. Ja, solche Meldungen häufen sich in den letzten Jahren, Meldungen über Naturkatastrophen und extreme Wetterveränderungen, aber nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt, ne, besonders auch zum Beispiel in den USA, Südamerika, Asien, überall auf der ganzen Welt. Ja, und angesichts dieser Meldungen und Statistiken kommt der renommierte Biologe Professor Paul Ehrlich aus den USA, ein weltberühmter Wissenschaftler, zu dem Schluss, dass es für ein Drittel der Menschheit keine Rettung geben wird. Ein Drittel der Menschen in diesen Monsunländern wird sterben. Entweder durch die Unwetter oder durch die Dürren. Ja, und deshalb finde ich es auch richtig, wenn man von Klimaleugnern spricht, ja, in Anlehnung an Holocaustleugner. Denn auch diese Klimaleugner, ne, die sorgen ja dafür, dass es einen riesigen Holocaust gibt, wahrscheinlich den größten aller Zeiten, ne, wenn ein Drittel der Menschheit ausstirbt, vielleicht 1 Milliarde Menschen oder so, keine Ahnung. Ja, ich habe aber auch eine gute Nachricht für euch. Denn dieser Klimawandel, der hier beschrieben wird, der ist schon vorbei. Ja, das ist nämlich ein Zeitungsartikel von 1974 aus meiner Jugend und unter Klimawandel verstand man damals eine Abkühlung. Ja, warum? Weil es damals schon seit 40 Jahren kälter wurde und die Menschen wurden immer nervöser, ne, weil es eben immer kälter wird. Die Getreideanbaugebiete, hatten wir ja gesagt, in Kanada wurden tatsächlich zerstört durch Kälte, ne, weil es 0,5 Grad kälter war. Und diese 0,5 Grad kälter, die haben bewirkt, dass die Getreideanbaugebiete in Kanada zerstört wurden und die Menschen nichts zu essen hatten. Ne, damals musste Russland die Nahrungsmittel aus den USA kaufen. Da war es also noch schlimmer in Russland. Wobei man sagen muss, damals war Russland sozialistisch und Sozialismus führt eben immer zum Hunger. Ja, und die Kälte führte dann auch zu mehr Trockenheit und das hat dann eben die Ernte, die Getreideernte und Sojabohnenernte in den USA beeinträchtigt, geschädigt. In Indien, Pakistan und Sri Lanka hat die Kälte auch zugeschlagen. Durch dieses kalte Klima gab es also mehr Unwetter, schrieben die Zeitung,
und sagten die Wissenschaftler, und große Teile der Ernte wurden dann vernichtet. Ja, mit 15 Millionen Obdachlosen. Alles durch Kälte. Genauso wie hier der brasilianische Urwald, Thailand, Burma, Vietnam. Überall entstand Ödland, einerseits durch Rodung, aber andererseits auch durch die Kälte. Ja, und die Kälte sorgte dann auch für sinnflutartige Unwetter, die überschwemmte Teile von Japan und Peru. In Deutschland hatten wir so viele Sturmfluten wie noch nie. Na, kommt euch das bekannt vor? Extremwetterereignisse? Ja, die hatten wir damals. Ne? Damals gab es viele Extremwetterereignisse, jetzt nicht. Ja, können wir ja auch mal eben erklären. Und zwar, wisst ihr, warum ein Vogel nicht von der Hochspannungsleitung fällt? Ja, die Antwort lautet, elektrische Spannung ist ungefährlich, gefährlich sind nur Spannungsdifferenzen. Ja, wenn du zum Beispiel in die Steckdose packst, dann hat dein Finger 230 Volt, deine Füße stehen am Boden, der Boden ist geerdet, hat also 0 Volt, dann hast du eine Differenz von 230 Volt. Ja, das ist gefährlich, aber wenn der Vogel auf der Hochspannungsleitung sitzt, dann hat das eine Bein 380.000 Volt, aber das andere Bein auch, also ist keine Differenz und die ganze Sache ist ungefährlich. So, das Gleiche hast du jetzt beim Wetter. Also wenn du eine hohe Temperatur hast, ja, dann entsteht dadurch kein Sturm. Der Sturm entsteht, wenn du Temperaturdifferenzen hast. Und durch den Klimawandel wird die Arktis wärmer, ja, der Äquator bleibt so ungefähr gleich. Dadurch hast du also eine niedrigere Differenz und diese niedrigere Differenz sorgt dafür, dass die Luftströmung, also die Stürme, nicht mehr so stark sind. Ja, und deshalb hatten wir damals, als es kälter war, hatten wir ganz heftige Extremwetterereignisse. Das heißt also, die Erderwärmung hat dafür gesorgt, dass wir weniger Extremwetterereignisse haben. Ja, auch die Dürren sind weniger geworden und die Lebensmittelproduktion ist gestiegen bis zu 70%. Das liegt auch daran, dass dieses CO2 ein Pflanzendünger ist und außerdem vertragen Pflanzen eine Dürrezeit besser, wenn viel CO2 in der Luft ist. Da machen die nämlich ihre Poren zu und dann kann nicht mehr so viel Wasser verdunsten. Zumindest sagt das die Max-Planck-Gesellschaft für Physik und das ist ja die renommierteste physikalische Anstalt. So, jetzt werdet ihr sagen, wenn also alles besser geworden ist, also Ernteerträge in manchen Ländern bis zu 70% höher, ja, warum hungern da immer noch Menschen? Ja, ganz einfach, wenn die Ernte um 70% steigt, aber die Kinderzahl um 300%, ja, dann kannst du den Leuten nicht helfen. Das ist also kein Klimaproblem, sondern das ist ein Penisproblem. Ja, der renommierte Biologe Professor Paul Ehrlich, der könnte allerdings recht behalten, dass ein Drittel der Menschen in diesen Ländern stirbt, denn wenn die Überbevölkerung weiter so wächst, wir haben kein Klimaproblem, wir haben ein Überbevölkerungsproblem, und wenn die Bevölkerung weiter so wächst, dann könnten wirklich 1 Milliarde Menschen durch Kriege getötet werden, oder durch Hunger oder durch Kombination davon. Ja, an der Stelle möchte ich mal eben was zu sagen zum Thema Überbevölkerung. Ja, weil viele schreiben dann in den Kommentaren, sie hätten in der Schule gelernt, dass Afrika gar nicht überbevölkert ist, sondern unterbevölkert. Ja, wenn man dann in das Schulbuch guckt, da steht dann drin, die Bevölkerungsdichte ist 300 Einwohner pro Quadratkilometer, aber in Tunesien oder Algerien, da hast du nicht 300 Einwohner pro Quadratkilometer, sondern vielleicht nur 30 Einwohner pro Quadratkilometer. Na, da sagen die, da ist ja noch so viel Platz, die können sich ja noch verzehnfachen. Ja, und das sind bestimmt alles Nazis, die nicht wollen, dass sich die Afrikaner vermehren. Ja, aber das ist so ein typisches Beispiel für schulisches Lernen. In der Schule lernt man irgendwelche Fakten, aber man lernt nicht denken. Ja, zum Beispiel besteht Algerien fast nur aus Wüste, da kannst du weder wohnen noch anbauen.
Ja, da kannst du nichts ernten, da kannst du nicht wohnen. Das heißt, einen großen Teil des Landes musst du einfach abschreiben. Ja, das ist so als, das ist nicht nutzbar. Und der Rest, der übrig bleibt, die 5% oder was, ja, da drängeln sich dann die Menschen und da hast du dann eine Überbevölkerung. Ja, du musst ja nicht von den Landesgrenzen ausgehen, sondern von dem Teil des Landes, den du wirklich nutzen kannst. Und dann nützt es dir nichts, wenn du dann eine riesige Wüste hast. Aber das verstehen die Menschen eben nicht und sagen dann, ja, in Afrika haben wir keine Überbevölkerung. Ja, da wir gerade beim Thema Schwachsinn sind, habe ich gestern in der Zeitung gelesen, da stand drin, Norwegen zeigt Deutschland, wie man richtige Energiepolitik macht. Ja, und zwar decken die Norweger fast ihren gesamten Energiebedarf durch alternative Energiequellen. Ja, schön, habe ich mir gedacht, wenn ich ein Land habe, was fast menschenleer ist, wie Norwegen, und wenn ich ein Land habe, was fast nur aus Wasserfällen besteht, dann kann ich natürlich die Wasserkraft nutzen und die wenigen Menschen, die da leben, damit versorgen. Ja, aber Deutschland ist überbevölkert, das ist nicht menschenleer wie Norwegen und Deutschland hat auch keine Fjorde und ich kann mir auch keine Fjorde basteln. Ja, und deshalb haben wir ein Energieproblem, aber die Norweger nicht. Gut, nebenbei bemerkt, warum steht eigentlich nur noch Blödsinn in den Zeitungen? Ganz einfach, weil die ganzen Zeitungen alle kurz vor der Pleite stehen. Ne, teilweise haben die schon Insolvenz angemeldet, wurden dann staatlich gerettet, die haben also absolut kein Geld. Ja, und das wirkt sich natürlich aus, dann hat man keine Journalisten mehr, sondern die Journalisten müssen dann, sage ich mal, für 3 Mann arbeiten. Und dann übernimmt man einfach die Pressemitteilung von Greenpeace oder von den Grünen und die werden dann einfach eins zu eins übernommen. Ja, ohne zu prüfen, ob das alles Sinn und Verstand hat, sondern einfach nur, wir machen jetzt die Zeitung voll. Ne? Und immer schön Mainstream, damit man auch keine Abonnenten verliert. Ja, das ist ein finanzielles Problem. Unter anderem, auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass wir eine gleichgeschaltete Presse haben. Na, das habe ich ja in anderen Videos erklärt. Die Journalisten, die sitzen alle zusammen mit den Politikern und den Industriellen in der Atlantikbrücke und in anderen Lobbyorganisationen. Ja, also sowas wie freien Journalismus gibt es in Deutschland nicht mehr. Gut, aber in den Artikel, da kann man viele interessante Fakten raus erhalten. Zum Beispiel werden da Temperaturmessungen angegeben. Die Wissenschaftler haben also Statistiken gemacht und haben festgestellt, dass die Meerestemperatur um 1 Grad gesunken ist. Ja, jetzt sagen aber die gleichen Wissenschaftler, die Temperatur ist wieder um 1 Grad gestiegen. Ja, seit meiner Jugend so ungefähr. Das heißt also, wenn sie erst 1 Grad gesunken ist und danach wieder gestiegen ist, dann hat sie sich insgesamt überhaupt nicht verändert. Ja, also so ungefähr. Das gleiche gilt für die Arktis. Da steht in den Artikeln, die haben nachgemessen. Ja, die hat also in den 20 Jahren davor um 12% zugenommen. Und weil diese Kaltzeit 40 Jahre dauerte, also doppelt so lang, kann man ungefähr sagen, 25% hat die Eisfläche der Arktis zugenommen. So, dann kam der Klimawandel, so ab 1980, da hat die Eisfläche wieder um 25% abgenommen, ne? Oder ein bisschen mehr, weiß ich jetzt nicht. Ja? Aber wenn die Eisfläche erst um 25% zunimmt und dann nur 25% abnimmt, dann hat sie was gemacht? Genau, die hat gar nichts gemacht. Die ist einfach nur einmal hochgegangen und wieder runtergegangen, die Eisfläche. Ja, das heißt, das, was wir bis jetzt haben, ist gar nichts. Bis jetzt ist nichts passiert. Ja, bis jetzt gibt es weder eine Temperaturkatastrophe noch eine Eiskatastrophe noch gar nichts. Das heißt jetzt nicht, dass sich das nicht ändern kann, möglicherweise. Aber möglicherweise geht es auch in die andere Richtung. So niemand weiß das so ganz genau. Ja, und wie ich in anderen Videos bereits erklärt habe, es ist ganz einfach, die Erdtemperatur zu senken, ne, nämlich durch die Änderung des Albedo-Effektes, durch Folien, die man auslegt. Das kostet auch fast gar kein Geld. Ja, aber es ist nicht möglich, die Erdtemperatur zu steigern. Das ist unser eigentliches Problem.
Und da wir das nicht können, müssen wir aufpassen, dass die Temperatur nicht wieder um ein paar Zehntel Grad absackt. Na? Denn wir haben ja gesehen, 0,5 Grad weniger und wir haben wieder diese Zustände wie in meiner Jugend. Ja, weil das hat es ja wirklich gegeben, diese großen Hungersnöte. Ich war ja dabei in meiner Jugend. Na, diese Ernteausfälle auf der ganzen Welt, überall gab es Sturmfluten und Unwetterkatastrophen. Ja, das haben die sich nicht ausgedacht. Ich habe das miterlebt. Und das alles passiert, wenn die Temperatur wieder zurückgeht auf die Werte meiner Jugend. Ja, und dann könnte wirklich das passieren, was der Professor ehrlich gesagt hat. Für ein Drittel der Menschheit gibt es dann keine Rettung mehr. Ja, und deshalb müssen wir ganz stark aufpassen, dass wir unsere Politik nicht von irgendwelchen Leuten wie Klima Greta diktieren lassen, die überhaupt nicht begreift, dass sie von ihren Eltern und von der Hochfinanz missbraucht wird für ihre Zwecke. Ja, da habe ich ja Videos drüber gemacht, wer die missbraucht und für welche Zwecke. Das ist unser eigentliches Problem, dass wir nämlich in so eine Art Wahnsinn verfallen, weil dieses Friday for Future ist ja so eine Art Wahnsinn. Ja, und dass wir dann überhaupt das Denken aufgeben und überhaupt nicht sehen, dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Und dann gibt es wirkliche Probleme, ne? Weil, wie gesagt, die Erdtemperatur kann man durch Geoengineering ganz leicht senken, aber man kann sie nicht erhöhen. Ja, und deshalb ist Kälte unser Problem, so wie hier in den Artikel beschrieben. Gut, noch in anderer Hinsicht ist dieser Artikel interessant. Und zwar, wir haben ja schon mal Modelle im Zustandsraum entwickelt. Und da habt ihr gesehen, selbst bei einfachen mechanischen oder elektrischen Systemen wird die ganze Sache recht kompliziert. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ihr solltet das Klima da modellieren. Ja, also nicht ein einfacher RLC-Kreis oder sowas, sondern das Klima, ja, mit hunderten Eingangs- und Ausgangsgrößen und was es da alles gibt und Energiespeichern, Rückkopplung. Und das solltet ihr jetzt modellieren, das wäre sowieso schon mal eine Katastrophe. Ja, aber der eigentliche Witz an diesen Klimamodellen ist ja, dass die etwas modellieren wollen, was noch gar nicht ganz verstanden ist. Ja, der Einzige, der das verstanden hat, ist Professor Lesch, der meinte in einer seiner letzten Sendungen, wir wissen ja heute, wie das Klima funktioniert. Na, das ist nun wirklich, würde ich mal sagen, Schwachsinn. Denn ich habe noch eine Woche vor eine Konferenz von Klimaforschern mir angeguckt und da haben die darüber gesprochen, was sie noch alles erforschen müssen, was sie noch alles nicht verstanden haben. Ja, aber Professor Lesch sagt eben in seiner Sendung, wir wissen ja jetzt, wie das Klima funktioniert. Nee, also wenn man sagt, man hätte das Klima verstanden, dann hat man überhaupt nichts verstanden. Ja, und das ist auch der Grund, warum es im TV niemals Diskussionen gibt. Ne, sämtliche Klimaforscher, auch Professor Lesch, der ist jetzt kein Klimaforscher, aber ein großer Kämpfer gegen den Klimawandel, ne, alle Klimaforscher verweigern sich einer Diskussion. Ne, die Gründe sind klar, man kann diese ganzen Klimaforscher mit ein paar Sätzen widerlegen. Ja, und das wollen die nicht und deshalb diskutieren die nicht. Ja, es kann ja nicht sein, dass der Klimawandel das wichtigste Thema angeblich ist, aber niemand will diskutieren. Ja, das ist ja surreal, das ist ja geistig nicht mehr normal. Ja, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen.